Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Earthworks Simulator 2 Event Video hier vom Cruising the Balkans Event. Ich stehe immer noch bei KFOR in Russe und Bulgarien. Hab mir schon auf rausgesucht, weil ich nicht mehr allzu viel Zeit habe. Und zwar geht es für uns mit Siliziumdioxid von Russe nach Craiova. Rumänien, wahrscheinlich jetzt in diesem Fall komplett falsch ausgesprochen. Genau, das ist die Strecke. Das sind Strecke von 286 Kilometer. Knapp 8000 bekommen wir dafür, 20.000 Gewicht circa. Der Auftrag geht 15 Stunden lang. Ich würde sagen, ich fahre auch schon mal direkt los. Auf geht's. Ich weiß gar nicht, wie weit wir jetzt haben. Bis zur Ladestelle. Warte mal. So. Hier ist der Ort zum Durchfahren. Ich darf jetzt auch nicht wieder vergessen, ein Foto zu machen. Ein Screenshot für die Folge. Ich habe jetzt noch einen Tag ausgelassen, sowohl ETS 2 als auch ATS. Eigentlich im Grunde genommen hauptsächlich. Links halten und dann links abbiegen. Hauptsächlich, weil. Biege nach links ab. Moment, konzentrieren auf diese Kurve. Hat nicht viel gebracht. Warum auch immer jetzt die Feststellung gelöst wurde. Habe ich kurz so die Zeit nutzen können, um. Wenn ich mir jetzt doch mehr. Ja, super. Jetzt habe ich zumindest den Taskmanager schon mal starten können, so das würde ich eigentlich sagen. So, jetzt soll ich mich wieder rechts halten. Wo war ich genau? Ich habe da zwei Tage ausgelassen. Eigentlich hauptsächlich habe ich auch ATS ausgelassen, weil ich einfach für ETS jetzt aufgenommen hatte. Der Tee ist noch zu heiß. Mittlerweile ist heute schon wieder der erste Arbeitstag, der in einer halben Stunde beginnt. Auf 40 sogar. Also ja, letzter Drücker. Ich muss auch noch das ETS2-Video, das ATS-Video nochmal bearbeiten und rendern. Vielleicht bekomme ich das sogar noch hin. Vor der Arbeit, in einer halben Stunde. Who knows? Ich hoffe einfach mal darauf, dass ich nicht instant wieder einen Auftrag bekomme. Und dass es dann eher so ist wie in der Vergangenheit, dass ich ein paar Minuten noch habe, bis es losgeht. Mal ist es so, mal ist es so. Jetzt, wo ich gerade noch die Zeit habe und dran denke, habe ich jetzt einfach mal mein Handy immer neu gestartet. Oh. Das war natürlich super nötig, unnötig. Ja, wir fahren vom Balkan Loco nach Balkan Loco. Jetzt nochmal 200 Kilometer. Super. Demnächst rechts abbiegen. Bei wie viel Prozent sind wir jetzt? Bei 3%. Schön über die Bahnschienen rüber. Biege nach rechts ab. Und von da hinten kommen wir wahrscheinlich gleich jetzt in. Das ist ja weird. Demnächst rechts ab. Vor allem so britisch auch noch. Biege nach rechts ab. So, warum geht das Ding nicht aus, wenn ich sage, es soll ausgehen? Also warum ja, das Navi halt natürlich jetzt, ne? Warum bleibt das Navi an, wenn ich es ausmache? Das war die richtige Formulierung des Satzes. Biege nach links ab.
Da haben wir es mal wieder nach Kruava, aber da waren wir jetzt schon mal, aber sind wir bisher nur durchgefahren. Wahrscheinlich heute Abend dann nochmal probieren, weiter aufzunehmen. ATS muss ich nicht zwingend. ETS 2 ist jetzt in diesem Fall dann ausschlaggebend. Hä? Ach, wow. Zeit zu gehen. Auf den Absaffel anstatt Enter zu drücken. Das ist jetzt schon wieder an. So, 286 Kilometer nach Kruava, Rumänien. Das heißt, wir fahren jetzt nochmal über die Freundschaftsbrücke. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt auch wieder beim Eisernen Tor vorbeifahren. Aber wieder am Eisernen Tor vorbei? Ja, wahrscheinlich. Ja gut, wir fahren wieder am Eisernen Tor vorbei, natürlich. Ist ja... Kruava ist ja schließlich da, wo wir herkommen. Zentrum, freie Bahn. Demnächst rechts abbiegen. Ich neige gerade schon wieder ein bisschen dazu, zu viel Gas zu geben. Jetzt hole ich natürlich zu viel aus. Das wird ja auch spannend. Es liegt nämlich ein bisschen Schnee, der aber schon mittlerweile wieder schmilzt. Weil der wird wahrscheinlich gleich wirklich geschmolzen sein. Und der eigentlich gar nicht so das wilde Problem. Wollen mich links halten? Ja, schon. Gleich mit dem Nebel jetzt wieder hier. Links halten und dann links abbiegen. Oh, leichten Smog, who knows? Biege nach links ab. Ich hätte zwar jetzt auch schon nach in die Türkei fahren können, das wäre sogar von der. Oh wow. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis von der Strecke, also beziehungsweise vom. Oh Gott. Naja, es war klar. Es wäre vom. Ich sag jetzt nichts dazu. Vor allem warum auch wieder diese scheiß App, die ich jedes Mal wieder pausiere nach dem Neustart, warum die schon wieder da ist. Ja. Jetzt habe ich wieder vergessen, was ich sagen wollte. Ob ich denn jetzt angefangen habe? Aber dann muss ich mich gleich zumindest schon mal reparieren. Das ist ja auch schon mal wieder was. Aber wir haben ja wieder ein kleines Ziel. Zweite Ausfahrt nehmen. Bitte rechts halten.
5% Hürde haben wir durch. Nimm diese Ausfahrt. Stopp, Achtung, Ampel. Wo kommen wir denn hier durch? Überall. Ich wollte gerade fast sagen, nur nicht da, wo ich gerade hin will. Oh, dann zahlen wir wieder 10 Euro und fahren wieder wie in der vorherigen Folge über die Freundschaftsbrücke. Diesmal zumindest zum Glück bei Tag. Da hat man auch ein bisschen mehr was davon. Ich weiß auch mittlerweile, glaube ich, hier, wie ich den Satz angefangen habe und nicht verloren habe. Jetzt nicht rumieren. Genau, hätte natürlich auch hier nach Udine gekonnt. Ne, war es Udine? Ne, ich weiß gar nicht mehr, wo es war. Ich hätte auch in der Türkei gekonnt, aber. Was hat Tredine, oder? Ich weiß nicht. Aber zeitlich gesehen passt es halt einfach gerade überhaupt nicht mehr in den Kram. Vielleicht dann. Oh, fahr ich so. Im morgigen Video. Who knows? Ja. Ach, Mann, ey. Jetzt muss ich die App wieder starten, damit ich wieder sie wieder zum. Ja. Erzwingen kann, dass sie beendet wird. So, genau. Hier durch. Das sind LKWs. Abgeschlossen, sie können weiterfahren. Sehr schön. Fahren sie durch eines der beiden rechten Tore. Beim Tor auf der rechten Seite. Dann lege ich mal wieder ein bisschen wiegen. 34 Tonnen Gesamtgewicht. Das muss ich die scheiß App nur wieder finden. Das ja. Das Witzige ist, heißt es, ich nutze die App schon so lange nicht mehr, dass ich eigentlich quasi auch hier runterschmeißen könnte. Jedes Mal, wenn ich die App starte, heißt es, es ist ein Update verfügbar, aber es ist gar kein Update verfügbar. Da ist zu und da ist auch zu. Das ist ja super. Was? Hast du gerade aus. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Ach komm, bei 55% sollte ich eigentlich noch hinbekommen. Mit dieser Folge, nach dieser Folge, wobei, ich weiß nicht, ist ja doch schon. Morgen wollen wir einfach rein. Weit haben wir es denn noch? 259 Kilometer. Ah, weiß ich nicht, vielleicht soll ich. Doch, vielleicht nochmal kurz pausieren. Und es eben aufladen. Wiege nach links ab. Wir ausholen hier. Ich glaube, ich mache es eben kurz. Oder ich mache es in der nächsten Ampel, who knows. Demnächst rechts abbiegen.
Wobei wir, glaube ich, keine Ampel mehr bekommen, deswegen würde ich sagen, mal jetzt am besten kurz mal hier. Dann kann ich zumindest nach der Fahrt kontrollieren, obwohl ich aufgeladen wurde, weil das macht das Handy ja mittlerweile auch nicht mehr so gerne. Technik, die begeistert. Oh, wie ein Kreisverkehr. Muss ich tanken? Ich habe letzte Folge, glaube ich, getankt. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Ich glaube, im ATS muss ich bald wieder tanken. Da habe ich das. Muss ich tanken. Nimm diese Ausfahrt. Ich muss sagen, der Tee hat gut getan. Ich glaube, meine letzten Tage gefehlt. Oh, und dann geht das Geld wieder flöten mit den Kreditraten. Okay, wahrscheinlich komme ich auch bei plus minus gut, ne? Je nachdem, wie jetzt mit wie die Fahrer noch was einfährt. Ja, bei plus minus. Ah, vielleicht komme ich bei plus minus null raus. Ist ja doch. ATS ist ja nicht ATS. Wo man nur irgendwie 40 Euro, Dollar, Euro zahlen. 400 Euro zahlen muss. Biege nach rechts ab. Müsste. Also, das mal jetzt mal so zu formulieren. Oh Gott. Ich bin zu stark abgebremst. Ich merke, es ist noch zu früh. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. So, dann geht's Richtung. Was bricht die? Was ich da gerade kurz gesehen habe. Oder einfach wirklich. Na gut. Bledeschi. Richtung Bukarest geht's jetzt wieder. Wir fahren wieder in Bukarest vorbei. Schön an der Zuglinie entlang. Outskirts von Bukarest. Nach Bukarest hätte ich auch gekonnt, allerdings ist die Strecke zu kurz gewesen. Hier gelten ja noch die 200 Kilometer, die wir fahren müssen. Ah, das ist die Auffahrt, die wieder mal so spannend hinten ist. Wenn sie Abfahrt schon. Abfahrt schon nicht ist, die Ausfahrt schon nicht ist, dann zumindest die Auffahrt. Uiui. Ach schön, bei den abgestellten Containern. Sind mir, glaube ich, gar nicht aufgefallen. Ob bei der Hinfahrt. Nicht so wirklich. Zumindest. Links halten. Und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Jetzt gehen wir nach vor. Und erhöhen den Tempomat. Okay. Auch spannend, die Auffahrt. Okay, never mind. Es war nicht so eine Ausfahrt, wie ich dachte. Und nicht so eine Einfahrt. Irgendwie ein bisschen mit was anderem gerechnet. Aber war ich letzte Folge doch erst hier. So, sehr schön. Jetzt erstmal wieder schön beschleunigen auf die 90.
Und dann reißt nochmal die Kilometer wieder ab. 175 noch an der Zahl. Oder 168 nach Kwajowa. Vielleicht auch Sprache werde ich spätestens in der nächsten Folge richtig haben, wenn ich sie jetzt falsch habe. Genauso wie es ja auch in bei Russe war. Ja, auch schön hier mit den interessanten Raststätten und so. Das ist schon nice, finde ich. Bei einer kommt man hier wieder rauf. Aber ab hat man die Möglichkeit, von hier nach links zu fahren. Interessant. Hat man etwa die Möglichkeit, das Ganze zu verpassen? Dass man nicht auf Raststätte kommt, obwohl man hier rausfährt? Spannend. Und dann war es eigentlich auch schon mit den 100 Kilometern wahrscheinlich. Hat lange genug gedauert. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Ah, okay, wir sind jetzt in Plitesti. Die Ausfahrt rechts. Da werde ich in der nächsten Folge auf jeden Fall nicht hinkommen, oder in der übernächsten Folge auch nicht starten. Deswegen, wenn da die Aussprache falsch ist und ihr es wisst, dann gerne verbessern. Vielleicht habe ich noch ein bisschen, noch echt genügend Zeit. Also eigentlich nicht genügend, aber vielleicht bekomme ich hier wirklich nicht direkt einen Auftrag rein. Das ist ja schon mal. Die Ampel war. Ich habe eben auf die Ampel geachtet, ob sie was umspringt oder nicht. Ich habe gesehen, okay, sie wird grün, aber da vorne. Und dann habe ich eigentlich auch der Geheimen wirklich darauf geachtet. Egal, wir haben ja das Geld. Zahlst du noch einen Kredit, aber okay. Ich werfe das Geld hier zum Fenster raus, als ob ich hier in ATS wäre. Dabei sind hier ja auch noch, ich glaube, über 360.000 Kredit oder so. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Also 360.000 natürlich. Nimm diese Ausfahrt. Jetzt wird es auch noch teurer, weil es auf den Trailer ging. Da ist ja wieder schön. Da wieder haben wir. Nee, ist kein Kreisverkehr. Ist es ein Kreisverkehr? Ist es ein Kreisverkehr? Ist manchmal schwer zu sehen hier auf den. Auf dem Navi. Vor allem, wenn man es nicht mehr auf dem Schirm hat. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Aber ich nehme heute echt alles mit gerade, ne? Also die Ausfahrt von diesem verschissenen Kreisverkehr, ne? Also das ist ja auch wieder so ein Learning by Doing-Prozess hier. Pff. Wie mit dem beschissenen Schranken, ne? Beim Bahnübergang. Ach. Hier ist er doch schon wieder. Mit den Schranken bei Grenzübergängen. Mit den automatischen. Aber mit dem Kreisverkehr, mit der Ausfahrt, da fange ich echt immer zu spät an. Vor allem in letzter Zeit.
So, jetzt haben wir mittlerweile 7%. Unter 50. Das wieder ausschalten, bevor ich wieder vergesse und mich aufrege, dass es noch an ist. Wie viel Gemälde haben wir denn überhaupt noch? 80. Okay, ich wollte gerade sagen, never mind, das können wir ja oben im Navi sehen, im Dashboard. Also nicht im Navi, sondern im Dashboard können wir es ja sehen, aber dem ist ja nicht so. Da können wir nur nicht die Entfernung sehen, sondern wir sehen ja, wie viele Stunden wir noch benötigen für den Weg. Schön, wie diese Durchfahrten ja auch sind, ne? Aber wenn man nicht wirklich die Zeit hat, das Ganze zu genießen, macht es nur so viel Spaß. Da freut man sich dann viel mehr drauf, wenn man dann wieder Gas geben kann. Aber ja, also ich bin mal gespannt, also ich weiß nicht, ob ich es hinbekomme, heute noch eine Folge aufzunehmen. Wahrscheinlich wäre das dann eher wieder so ein 3.30 Uhr Ding. Aber 3.30 Uhr Ding da. Wenn dann keiner mehr im Voice ist, dann gehe ich dann doch lieber pin. Deswegen, I don't know, who knows, vielleicht ist es noch machbar vorher, vielleicht auch nicht. Muss ich mal schauen, je nachdem, wie ich nach Hause komme. Aber vermutlich sollte eine Folge drin sein. Idealerweise wären natürlich zwei Folgen. Dann bin ich auf demselben Stand wie ATS. Das ist blockiert. Da habe ich nämlich jetzt auch noch zwei weitere Folgen im Petto. Man kann dann zumindest erstmal, ich muss gerade überlegen, Moment, heute haben wir Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Ja gut. Dann Freitag. Im Grunde genommen habe ich dann halt trotzdem nur zwei Tage Zeit, um vier Sachen aufzunehmen, damit ich dann an den Tagen, wo ich nicht so früh muss, und sogar frei habe, dass ich da nicht allzu viel aufnehmen muss. Also nicht allzu viel mehr als jetzt nur vielleicht vier Folgen pro Tag. Aber bitte kein Blitzen. Bitte nichts blitzen. Und da sind wir schon bei Cuyova. Zumindest bei den Ausläufern von Cuyova. Ich glaube, wir sind hier sogar noch ein Stückchen weiter als Cuyova. 21 Kilometer noch. Ich habe zumindest ein bisschen Erinnerung, dass wir 78 Kilometer hatten und also bis wir 178 und 168 ausgeschildert waren. Also fahren wir nochmal durch Cuyova durch. Ich hoffe mal, dass wir vielleicht am Ende des Events noch genügend Kohle haben, dass wir ausreichend Kohle haben, um uns eine Garage zu kaufen. Also eigentlich werden wir es ja haben. Im Idealfall haben wir natürlich dann genügend Kohle, um den Kredit zurückzuzahlen. Und dann noch genügend Kohle für eine Garage, aber ich glaube, es kommt dann eher darauf hinaus, dass es
der Kredit nicht zurückgezahlt werden kann. Dafür dann halt eine Garage. Und dann habe ich noch Puffer für das diesjährige kommende Weihnachtsevent. Und nach dem Weihnachtsevent habe ich dann genügend Kohle für den Kredit, um ihn zurückzuzahlen. Und noch eine, wahrscheinlich eine weitere Garage zu kaufen. Denn da werde ich mich ja beim Weihnachtsevent nicht drauf limitieren, wie weit ich jetzt, wie weit die Strecke ist und so weiter und so fort. Dass diese Ampeln so verdammt hoch sind. Also hier könnte man echt eine Ampel auf der gegenüberliegenden Seite vertragen. Wie in England. So auch als Zusatz. Müssen wir uns links halten, deswegen bleiben wir einfach mal auf den Straßenbahn stehen. Mir fehlt ja immer noch eine Straßenbahn, das ich hier sehe. Aber vielleicht habe ich bisher einfach nur das Pech gehabt und habe sie nicht gesehen. Das kann natürlich ja auch sein. Ich muss mir wieder links halten. Wir haben auch hier ein Car vor. Wenn nämlich das Gefühl, dass eigentlich in der Straßenbahn durchfährt. Aber das könnte natürlich auch nur ein Clip von irgendwo anders gewesen sein. Das weiß ich jetzt natürlich auch nicht mehr. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Ah, dass man da auch nicht irgendwie. Also solche ganz engen Dinger da hochzufahren. Hat ja, hätte ja auch was. Wie gesagt, solche gar engen Anlieferungen stellen und Abladestellen. Ja. Allgemein gesehen, finde ich echt nice. Also wir sind hier bei Balkan Loco. Und wir sollen hier vorne hin. Ähnlich angenehm wie zuvor. Gerade auf. Ich glaube, ich werde es auch so machen, dass ich jetzt hier vorne mich aufs Ohr haue und gar nicht erst zur Werkstatt fahre. Erstens ist es noch nicht notwendig und ich kann es eigentlich noch in der nächsten Folge machen. Auch wenn ich die 5% Hürde schon gedingst habe, aber ich würde sagen, zeitlich gesehen macht es mehr Sinn, ausreichend Siliziumdioxid von Russe nach Krajowa geliefert, Gefahrenstrecke 310 Kilometer, Dauer 35 Minuten, 150 Liter Verbrauch, das war der 164. ETS 2 World of Trucks Auftrag. Ich weiß, ihr könnt davon nichts verstehen, was ich gerade sage, weil irgendwas das gerade wahrscheinlich verschluckt. 8.500 gab es dafür und auf 442 Erfahrungspunkte. Und wir sind bei 252.000, sind sogar, haben mehr Geld als die Folge schadet. Ist aber gut, ich bin ja auch nirgendwo. Ich bin ja auch jetzt auch nicht mehr zur Werkstatt gefahren. Von daher ist das jetzt ja auch nicht ganz so verwunderlich. Wo ist der Schlafplatz denn hier? Achso. Direkt hier nebendran, ich verstehe. Irgendwie. Ich dachte, ich müsste irgendwo rauffahren. Achso, es ist sogar neben dem Kollegen hier vorne. Ich dachte, das wäre neben dem anderen. Aber okay. Dann pennen wir hier.
Dann bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Eurotruck 2 Cruising the Balkans Event Video wieder. Bis dann. Tschüss.